So, letztens sind wir stehen geblieben bei Orlando, das ist der Typ hier, mit dem haben wir gesprochen und der ist jetzt auch hier und gesellt sich zu uns. So, jetzt reden wir mal mit dem Schau mit Polizeihut. Puh, ist zunehmend schwieriger. Man kann nicht in jeder Situation gewachsen sein, andererseits kann man nur auf das eigene Trainingsniveau herabfallen. Welches Training? Ich gehe voran. Welches Training? Zum Beispiel, probier mal, ob das passt. Ich möchte dir gerne Bombenlos erklären. Nachdem du einen Bombenblock aktiviert hast, musst du ihn schnell loswerden. Wenn es dir gelingt, den Bombenblock über die Kante zu schieben, bevor er explodiert, werden die Blöcke deiner Nähe nicht beschädigt. Und hat es dir genutzt? Sollte funktionieren. Kennst du den hier schon? Treffen sich zwei Blondinen, sagt die eine. Ich möchte gerne den Sprung erklären. Wenn du auf einen Sprungblock kletterst, kannst du bis zu 5 Blöcke geächtet überwinden. Du kannst Sprungblöcke auch bewegen, nutze dieses Wissen, um deine Fertigkeit weiter zu feiern. Oh, das ist aber nett von dir, das ist ja awesome, das ist ja wirklich perfekt. Ja. Es kommt halt doch wieder, nicht wahr? Hey, was bedeutet das für dich? Verschiedene Dinge, vielleicht eine Babyhände, solches Zeug eben. Scheint bei jedem anders zu sein, was? In meinem Fall ist es meine Mutter, die hinter mir her ist. Sie will mich zurückzubringen, einsperren. An diesem Tag hatte ich inzwischen keinen, doch seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Und jetzt? Ich möchte nie wieder in dieses Leben zurück. Ich muss mir weitere Techniken einbringen. Ich muss weiterlaufen. Keep running, Digga. Halt doch, Mann. So, gut. Was erzählen wir noch? Erzählen wir noch irgendwas über seine Mutter? Ich möchte, okay. Deine Mutter schiebt Katapulte nach Gondor. So, schaff die Sonnenbrille. Ich habe beschlossen, mir von anderen helfen zu lassen. So werde ich wahre Freiheit erlangen. Ich werde klettern für Anna. Warum verlieben sich Menschen überhaupt? Was? Einige Leute behaupten, der Funke würde dann überspringen, wenn jemand findet, der die eigene Fehler kompensiert. So findet man durch eine romantische Beziehung eine idealisierte Persönlichkeit, die das Gegenteil von einem selbst repräsentiert. Kurz gesagt, man versucht das verhasste Ich durch eine Romantik. Das kann ich mir bei Gott nicht vorstellen. Weil ich werde nur verhasster, wenn ich eine Freundin habe, die mir am Nerv geht. Dann fühle ich mich ausgefüllt. Ja. Gut. Das ist mir wurscht. Ich werde klettern für Anna. Tu das! So, was hat das mit diesem Traum überhaupt auf sich? Naja, es geht ums Betrügen, aber ich habe nie jemanden betrogen. Verstehe, also was ist hier los? Hast du schon mal betrogen? Ja. Es gibt eine Umfrage, laut alle 70% aller Männer in festbeziehenden Verträgen. Das macht mich zu einer Minderheit. Du bist was Besonderes. Und nur damit du es weißt, 40% aller Frauen betrügen ebenfalls. Das stimmt wirklich. Das ist eine Menge. Was wirklich? Eine Studie zufolge gehen Menschen gerne solche Beziehungen ein, die einen Bezug zu ihrer Vergangenheit haben. Gut. Leute, kurz hier Klugscheißen mit Kapuzenwurm. Wenn man sich einen Freund aussucht, dann entscheidet man im Unterbewusstsein, entscheidet man nach der Mutter. Also wenn man jetzt eine Freundin sich aussucht oder so, dann schaut man, im Unterbewusstsein entscheidet man, die der Mutter am ähnlichsten ist, die Freundin. Also von der Art her und so. Habe ich mal gehört. Am besten man betrügt das gar nicht. Also wie gesagt, eure Freundin wird entschieden nach, wie eure Mutter ist. Komisch es auch klingt, aber habe ich mal gehört, keine Ahnung. Aber bei mir stimmt's. Hey, sieh mal, da schimmert doch Licht durch Fenster. Wow, geil. Was es hier alles in dem Spiel gibt. Licht durch Fenster schimmernd. So, was ist hier? Orlando hier, yo. Dickes Schaf, erzähl mir mal ein bisschen etwas. Was hast du denn? Wenn Interesse an Gegenstand? Ja, pack mal aus hier. Mach mal deine Wahn. Energy Drink, Kissen bringt uns nichts. Energy Drink natürlich. Dann schenke ich mich hierfür. Eine kluge Wahl. Danke, Digga. So, was mit denen? Oh, was? Hast du Lust auf leckeren Saft? Man nimmt ein Schaf und zwei Blöcke und erschmettert es. Voilà. Schafsaft. Wolle. Dazu etwas Wolle als Geschmacksverstärker. Wolle. Als wäre Wolle ein Geschmacksverstärker. Schätze, hat keine Lust zu reden und ich möchte nicht nach Schafsaft enden. Schafsaft. Nochmal. Köstlicher Fleischsaft, frisch vom Schaf. Oh mein Gott, bist du creepy. Geh weg von mir. Mit dir rede ich nicht. Mit dir rede ich nicht. So, was da drin? Hallo? Gehört mir gar nicht, dass du dich... Aha. Ja, gut. Hovercraft, Digga. Wir fliegen. So. Hey, wie oft muss ich dir das noch sagen? Setz dich endlich. Ja, machen wir doch. Abgespeichert habe ich. Schätze, hoffe ich, will ich.
Hey, sie scheinen sich auch an die mechanischen Fallen zu gewöhnen. Hey, warum haben mich diese Schafe angegriffen? Ah ja, es gibt leider viele davon. Ich fürchte, sie haben den Verstand verloren. Wenn sie den Verstand verlieren, können sie nur noch ihr Leben verlieren. In der Realwelt gibt es sie nicht mehr. Soll das ein Scherz sein? Hier kommt die neunte Frage. Können Sie den Inhalt Ihres Handys problemlos Ihrer besseren Hälfte zeigen? Ja gut, da ist ja klar, was wir antworten müssen. Von mir aus wär's... Ja, wären da nur nicht so peinliche Fotos um. Aber Handy, wer hat dann ein Handy heutzutage? Was ist denn das? Das ist also Ihre Wahl. Ha, verstehe. Du verstehst gar nichts. Oh ja, sie befindet sich im Internet und... Dann die Prüfungen länger, aber die Zeit läuft nicht davon. Schön. Okay, Leute, ich habe von diesem Level gehört. Also ich habe es besser gesagt probiert. Das Level ist so schnell und ich werde so oft wipen. Nehmt es nicht übel, wenn ich hier einfach mal ein bisschen vorspule. Weil, Leute, das ist mühselig für euch, für mich. Mir kostet es graue Haare. Das ist echt heftig. Andere Spieler haben geantwortet. Mir kostet es überhaupt Haare, schätze ich mal. Klar doch, ja, natürlich. Die wollten alle nur gut werden. Normalerweise macht jeder lieber nicht. So, ich meine, ehrlich, es hat nichts mit ehrlich zu tun, aber das ist so ein bisschen Privatsphäre. Ja? Okay, wir sind gleich oben auf der Spitze des Turms. Hm? Jetzt haben wir es gleich geschafft. Glock Tower unter dritte Etage. Stage 6. Auf dieser langen Treppe erwartet dich ein Wettlauf gegen die Zeit. Und deswegen ist die Stufe so lange. Nutze die Gegenstände zu deinem Vorteil und erreiche die Tür, bevor du den Boden unter dem die Blöcke unter dem Boden unter den Füßen verlierst. Lass mich die. Das ist so kackschwer, das Level, Leute. Ich meine, das sage ich bei jedem, weil. Ja. Ach du Scheiße, das fängt ja jetzt schon gut an. Warte mal, das war blöd. Ich merke schon, ich bin sehr angespannt. Also was das Level betrifft, da habe ich meine Erfahrungen schon gemacht. Das ist saublöd gewesen. Ja, wie man sieht, das vergeht sauschnell. Also, warte, was ist hier so? Kann ich hier einfach rauf? Ja. Okay, so weit war ich letztens gar nicht. Ich meine, das ist traurig. Oh, Ameise! Behinderte Ameise! Scheiß behinderte Ameise! Oh, ich habe schon wieder das S-Wort gesagt. Das, was ich mir nicht abgewöhnen will. Geh weg! Verdammt! Gut, lass mich hier rauf! Gick! Shit! Leute, mir rennt die Zeit davon! Es ist Zeit für einen Energy Drink! Oh, nee, ist doch nicht Zeit! Weil so weit komme ich ja gar nicht rauf. Geck. Die Ameise macht mir ein bisschen Angst. Weil die mich so an Spinne erinnert und so. Was mache ich hier? Geh weg. Ja, aber die klettert immer wieder rauf. Die hat so ein bisschen den Bumerang-Effekt. Ha, Leute, das ist doch nicht zum Aushalten. Schaut euch das an, wie schnell der Boden einbricht. Ha, ich will doch nicht jede Dings überspringen, einfach weil ich dich gebacken krieg. Warte mal. Ah, verdammt, warte mal. Ah, wie hätte ich das machen können? Ich dachte, da ist noch ein Block. Ich muss den so zurückziehen. Aber Was bringt mir gar nichts. Ja, probieren wir einfach mal. Nee, so jetzt kann er nicht hüpfen. Da kann man Energy Drink und dann bringt er nichts. Nee, das ist einfach eine... Das ist einfach Verzweiflung pur. Ich bin dem nicht gewachsen. Ich weiß es nicht warum. Es fällt mich wieder schon so an. Es geht mir schon wieder so nerv. Oh, ich hab's geschafft. Oh, warte mal. Scheiße. Nein, da geht schon wieder so ein Path, wo man einfach nicht weiß, wo man hin soll, was man macht, was man tun soll. Oh, verdammt. Gut. Der Block ist gebrokt. Das ist auch zu schön gewesen, wenn das nicht wäre. Warte mal, kann man hier rauf? Ja, hier kann man rauf. Ich probier's einfach mal. Ich meine, im Notfall, ja, was soll ich tun? Oh, warte, ja, so, hier, nee. Ah, falsch. Warte mal, nee, das war blöd. So, nochmal. Verdammt. Ja, so, hier, nee, oder? Ja. Ja, genau so. Energy Drink. Ich möchte. Was bin ich jetzt? Aha. Na komm, du kleiner. Was mach ich hier? Hallo? Was mach ich hier? Was kann ich da rausschieben? Hallo? So? Ah, das hier auch? So? Ah, nee.
Bringt mir gar nichts, bringt mir gar nichts. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ehrlich jetzt. Hopp, hopp. Nee. Ah ja. Ja, wie habe ich das gemacht? Bitte. Oh, sowas nervt doch. Ich kann nicht drauf. Nein, da kann ich nicht drauf. Da kann ich nicht hinauf. Was muss ich hier? Ah, so, ja. Okay, haben wir es halt so gemacht. Ja, hä? Und jetzt? Wie komme ich hier rauf? Irgendwie. Ich hab. Oh, Scheiße, Mann. Mir rennt die Zeit davon und ich verpleppe so viel Zeit in diesen einen Level. Aber ich hab so eine Idee gehabt. Wer die blöde Arme sind, ich helfe es mir. Oh, ich kann nicht mal reden. Durch die ganze Aufregung hier. Warum? Schieb den Scheiß doch rüber! Nein, mein Energy Drink ist schon wieder weg, du blöde Arme! Es hat mir so viel Zeit gekostet! Ja! Stirb! Ja, ehrlich jetzt, was mache ich da? Nee, doch nichts. Das machen wir so. Das machen wir so. Dann use ich einfach mal den Block hier so und jetzt bin ich wieder ein bisschen um. Ja, klar, ich kann die Kacke anmeißen. Schneller, nein, geh weg. Komm. Geh, oh, verdammt. So, also, geh weg. Oh, geh jetzt weg. Nein, rauf. Geh. Ich, komm. Wie auf der Rolltreppe komm ich mir vor. Du Scheiß, du blödes Mistvieh. Oh, verdammt. Ist das anstrengend. Oh, ein Block. Ja, verdammt, wie komme ich hier rauf? So, brich ein. Nochmal, weg. Ah, so, vielleicht der hier. Ah, verdammt, ja, jetzt ist der Bogen gleich weg. Ja, damit habe ich gerechnet, dass das so... Ja, schaut euch das. Verdammt. Ja, schaut euch das an. Ich weiß nicht. Wie komme ich hier rauf? Ich kann nicht so 3D-kackig denken. Ich meine, ich bin bei der Hälfte. Das ist schon mal viel weiter, als ich es letztes Mal geschafft habe. Ja, du kannst nicht hier sterben, aber du wirst wahrscheinlich hier sterben, weil was... Warte mal. Was ist, wenn ich den rausziehe? Und den da so wegschieb und den da so... Nee, ist da was? Nee, ist da nix. Da ist nichts. Den da so rausziehe und den so rüberschieb. Gar nichts. Gut. Ja, das wollte ich nicht wissen, als Bestätigung, dass da gar nichts ist, dass mir das auch gar nichts gebracht hat. Ja, da kommt der Boden immer näher, also der Abgrund kommt da immer näher. Ja gut, das ist ein Trauerspiel sondergleichen, bevor ich nicht geredet habe. Und da mag ich euch jetzt zwar nicht die Schuld geben, aber es ist tatsächlich so. Habe ich es irgendwie viel schneller gepackt. Also, ich habe... Nee, das dauert jetzt zu lang zum Erklären. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Ameise fliegt den Bach runter. Scheiße. Nein! Ja gut, das war's. Ich muss wahrscheinlich wieder hier abkacken, scheißig. Ich habe nicht mal einen Checkpoint gehabt, also da geht's ja schon mal los. Oder? Nee, Checkpoint haben wir nicht gehabt. Ich meine, woher auch? Ja, ehrlich jetzt. Ich weiß nicht, was ich da tue. Ich mach's einfach. Ja. Und das ist das Frustrierende an dem Spiel. Ich komme mit normalen Denken hier, komme ich nicht weiter, weil ich einfach nicht. Weil ich so weit nicht denken kann. Ich weiß einfach nicht, wie ich da jetzt raufkomme, was ich da verschieben soll. Das ist einfach. Ich dachte mir so, cool, das mach's mal eben. Aber dass die Rätsel dann so schwer wären, dass. Das ist ja echt, ich meine, das müsst ihr euch jeden Part anhören. Ich verstehe, jeden Part müsst ihr anhören, wie scheiße ich das Spiel inzwischen finde. Jeden Part! Aber... Ah. Nee, warte mal. Ah, ja, okay, gut. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Jeden Part müsst ihr euch anhören, wie schlecht ich dieses Spiel inzwischen finde. Not bad, sagt er wirklich. Ich meine... Da lacht er mich doch quasi aus, oder wenn er sagt, not bad. Ich meine, das ist das Schlechteste. Das Schlechteste, ne?
Warum? Warum Edge dann nicht? Alter, ich versteh's nicht. Komm, Bröckel runter, du. Warte mal. Ja, can't die hier. Ich würde auch nicht gern sterben hier, aber was soll ich tun? Ich habe keine Zeit mehr. Gib mir die fettesten Bosse und ich renn da rauf, aber da unter Zeitdruck arbeiten ist sowieso schlecht. Soll man gar nicht. Warum macht das Spiel was Schlechtes, was man gar nicht will? Was ungesund ist, das meine ich. Ja, ich trinke mal, komme da hoffentlich nichts rauf. Ja, aber da kann er leider keinen Walljump oder. Das bringt gar nichts, das bringt gar nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Ahnung. Es gibt doch keine Hilfe oder so. Es gibt auch keine Hilfe in den Scheißspielen. Es gibt's nicht. Ich meine, diese Entwickler haben sich gedacht, ne? Machen wir mal keine Hilfe. Die Leute, ich will mal sehen, wie die Leute hier auszucken. Und dann schauen wir uns lustige YouTube-Videos an, wie die Leute einfach auszucken. Keine Ahnung von nichts haben. Das, ja, solche Videos machen wir. Oh, wirklich. Also da muss ich Mirko recht geben, wenn er sagt, scheiß Japaner. Hat er recht. Nein, hat er natürlich nicht recht. Ich würde doch nie irgendein Volk hier beleidigen. Das, so weit käme es noch. Aber, ja. Jedenfalls, ich beleidige zumindest mal die Spielehersteller, die das Spiel gemacht haben. Denn denen muss so langweilig gewesen sein. Ja. Tja, da hängen wir schon wieder. Also wir hängen wirklich da. Wir hängen da ununterbrochen. Warte mal. Ja. Ja gut, mit dem Energy Drink geht's ja noch. Also ich meine, wenn mir der bleibt, dann. Ja, da war ich auch letztens. Ah ja. Ja. Was ist das Gegenentfernen? Ja, wenn wir so viele Gegner da haben, brauchen wir natürlich auch das Gegenentfernen. Mir wäre wahrscheinlich 10.000 Mal lieber ein Energy Drink gewesen. Der hat wenigstens irgendwie so noch ein Dutzend. Aber das hat ja wirklich, das hat ja hier keine, das hat ja keine Hände, keine Füße, nichts hat das. Das hat ja kein Anfang, kein Ende, das ist einfach nur. Ja, ich weiß auch nicht, Mann. Warte mal, was ist das? Oh, das war doch gar nicht so schlecht. Ich meine, dafür, der Block ist, glaube ich, 1000 Mal wichtiger als alles andere jetzt. Warte mal, das ist hier, kann ich, fliegt das in die Luft? Ja. Ah, okay, ich bin gerade so ein bisschen trotzdem beeindruckt, dass ich das so hier so schnell gemacht habe. Ja, ich scheiß drauf, der Part wird einfach länger. Der Part wird länger. So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich da nach. Ja, so, jetzt bin ich hier. Geil. Ah, hier, das kann ich auch so schieben. Nee, dann kommt die Bombe. Darauf habe ich noch weniger Bock. Das ist ja dann das nächste. Dass immer die Kackbombe hier kommt. Na komm jetzt, ja, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Würdest du mal unten bleiben? Schau dir das Mistviech an. Schau dir dieses Kack-Mistvieh an. Also ehrlich, das. Wie, ja, hier, ich muss hier rauf. So, hallo. Bitte gib das weg, ich muss hier so rauf. Edge. Warte mal, hier, so, warte, ich schieb das einfach mal rüber, was passiert dann? Nix, geil. Aber jetzt, komm. Irgendwas muss doch gemacht haben, oder? Warte mal, so. Ah, nee. So, rüber, ja. Sie wird zumindest wieder so ein paar Stiefchen weiter oben gebracht, hat uns das Ganze gar nichts. Ich meine, das hätte mich irgendwie ein bisschen gewundert. Wäre es anders gewesen. Ja, ja, ich weiß. Ja, jetzt haut es mir den Block da um die Ohren. Ich weiß nicht, was das bringt. Ja, ich weiß es auch nicht. Warte mal. Scheiße. Ha, wie komme ich hier? Ja, hier haben wir nochmal so was. Aber ich probiere jetzt einfach mal was. So. Ich würde gerne da so rauf. So, hallo. Aber den Gefallen tut mir das Spiel ja nicht. Weißt du? Das Spiel mag mich ja nicht. Aber gut, das beruht auf Gegenseitigkeit, weil das Spiel ist einfach scheiße. Die Story ist cool, die Puzzle sind scheiße. So, ich hab's gehört. Meine Nase ist auch verstopft. Ich kann gar nicht mehr klar reden. Ah, warte mal. Verdammt. Ja, was ist das? Come down. Ja, was soll ich machen? Fuck. Ah,
Ah, nee. Gut, jetzt war es das fast. Also, mit uns war es das fast. Ich probiere jetzt einfach mal was. Ich probiere so eine Wendeltreppe. Das ist diese typische Taktik, wenn man nicht weiß, was man tun sollte. Ich schiebe den einfach mal raus. So, hopp. Nee, den da. Ja, come down. Da ist wieder kein Block. Geil. Oh. Gut. Warte mal. Nee, ich glaube, das wird nichts. Aber ich probier's einfach mal. Das ist ja Dampf, verdammt. Das ist ja Millimeterarbeit, die ich hier leiste. Aber Checkpoint haben wir noch immer keinen. Ehrlich, warum sparen die hier so mit den Checkpointen? Das ist ja ein Witz. Eine bodenlose Frechheit ist das. Da unten fehlt uns ein Block. Da unten fehlt uns eindeutig ein Block. Aber was soll ich tun? Ich meine, wir kriegen ja keine Blöcke mehr. Ja, ich weiß, Mann. Aber was soll ich tun, ey? Du kannst mir auch ein bisschen helfen. Ich meine, du sagst das ganze Kentai hier. Das ist nicht die größte Hilfe, die du leisten kannst, junger Mann. Ja, das freue ich mich auch. Okay, Leute. Ja, Leute, ich belasse es einfach dabei. Keine Ahnung, ich spule vor. Tschüss. Cut! Wer hat hier von Cut gesprochen? Ich bin eine Minute später gleich weitergekommen. Nicht gecuttet, weitergemacht. Zieh's durch, Junge, zieh's durch. So, wir sind voll im Rennen wieder. Das war so leicht jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Oh, Kackameise. Hey, du, dich kenne ich. Komm, wirf der Rolltreppe wieder. Hm? Ja, geh, komm, hey, ich bin hier der Boss. Du bist hier nur eine blöde Ameise. So, hopp, okay, den Bolster dafür, so viel. Ah ja, okay, lol, was ist denn das für eine Skulptur? Oh, verdammt, da muss ich doch irgendwie, das spielt doch eine Rolle, oder? Kann mir doch keiner erklären, dass das einfach nur, dass die Skulptur da hier irgendwie, wie kletter ich da rum? Warte, gab's unten einen Würfel? Ich glaube eigentlich nicht, gell? Da unten gab's, glaube ich, keinen Würfel. Aber das wäre ja das Allergeilste jetzt. Warte mal. Ich schieb den einfach so weg. Runter mit dir. Das ist ja so wurscht, sie lacht mich aus. Aber ich lache sie jetzt aus. So. Am Eis kann sie sich, glaube ich, nicht wirklich festhalten. Das tut mir leid, du blödes Mistviech. So, warte mal. So, hopp. Ich kann es zumindest so ein bisschen rausschieben. Fliegt er dann runter? Ja. Ich schieb das dann mal raus. Ach komm, das muss doch irgendwie. Ich muss doch irgendwas rausziehen können, oder? Ich meine, ja, hier die, aber was bringt mir das? Warte mal. So, nee, warte, das war falsch. Ich hätte lieber den vorausschieben müssen und den dann nochmal so drüber. Und den dann nochmal so drüber. Warum fliegst du jetzt weg? Hab ich's dir erlaubt? Das ist aus dem falschen Zeit, ich muss nach rechts. Komm nach rechts, gib mir so viel Ando, dass ich's nach rechts schieben kann. So, ich glaube, ich muss wirklich nach rechts. Oder nicht? Nee, das war schon richtig. Aber dann, warte mal, komme ich da rauf? Da ist die Skulptur dann so komisch eingebrochen. So. Ich probiere es einfach mal. Nee, warte mal. So. Nee, komm, so. Jetzt reiß ich ein bisschen ein hier. So. Zack. Nee, warte mal. Das, der gehört da rauf. Dann könnte er nochmal nachgeschoben. Gut, jetzt. Ja, komm jetzt. Nimm den doch raus. Oh, der Boden bricht schon wieder ein. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich kann hier nicht. Oh, shit. Ich kann nicht mal auf Screw Gravity bestehen. Warte, hab ich's? Ich hab's nicht. Der Boden! Boden, halt noch ein bisschen aus! Ah.
Atom. Nicht sterben. Mann, jetzt hab ich's soweit geschafft. Verdammt, was mach ich jetzt? Ha! Nee. Ja, was mach ich jetzt? Komm, Block, flieg einfach runter. Scheiß wirklich, scheiß auf alles. Kack auf die Gravitation und lass mich jetzt einfach mal raus. Warte, was ist hier? So weit noch? Hier, den kann ich nicht rausholen. Nein! Ja, gut, das war extrem knapp, aber was mache ich hier? Oder wie mache ich das hier? Ich lass mal so. Ja, not bad. Ich meine, das bringt ja gar nichts. Warte mal, kann ich das rausschieben? Nee. Warte mal, kann ich so um die Ecke? Nein, kann ich auch nicht. Ich kann nicht mal um die Ecke klettern. Geht nicht. Ja, da wäre es mir sympathisch, wenn ich auf der... Komme ich irgendwie noch auf die rechte Seite rüber? Ah, verdammt. Auf die rechte Seite, glaube ich, komme ich nicht mehr rüber. Habe ich recht? Ich glaube, ich habe recht. Ja, ich glaube, ich habe leider wirklich recht. Leider. Warte mal. Komm, lass mich rüber. Ich kann nicht. Warte mal, kann ich? Komm, kann ich? Bitte, lass mich einfach können. Bitte, schau, wie weit ich bin. Bitte, liebes Catherine, liebe Spieldesigner, seid nicht so scheiße, seid nicht so kacke zu mir. Seid freundlich. Seid einfach nur nett. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir, das ist der letzte, der final Part ist das. Das ist der final awesome Part. Also wenn wir den jetzt haben, dann hätten wir es. Also, Wo müssen wir hin? Darauf müssen wir. So. Darauf müssen wir, Leute. Warte mal, wie machen wir das? Kommt. Setz ein bisschen gnädig. Warte mal. Ah, verdammt, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ah, was mache ich? Ich brauche hier wirklich nur, Warte mal, nee, scheiße, das... Nein. Aber jetzt habe ich es. Ich bin doch so knapp davor, Mann. Ich meine, ihr seht das bestimmt, aber ich sehe es wieder mal nicht. Warte mal, komm. Verdammt, scheiße. Nein. Oh, shit, damn. Wir sind so knapp vorm Ziel und irgendwie will's nicht. Ich müsste nur hier rauf. Warte mal. Kann ich das da? Komm jetzt. Nein! Ich habe keinen Checkpoint gehabt, oder? Ich hatte keinen Checkpoint. Ich hatte, glaube ich, keinen Checkpoint. Habe ich recht? Okay, Leute. Nein, es reicht. Nach langem Studieren schätze ich, ich habe es geschafft, Leute. Ich bin wieder da. Ich habe es bis jetzt. Das sind locker 2 Stunden. Das sind jetzt locker 2 Stunden, die ich für diese Kackaufnahme da genommen habe. Und ja... Warte mal, das war scheiße. Ich habe nämlich gerade ein Walkthrough gelesen. Muss ich leider zugeben. Und dort steht das. Warte mal. Scheiße, nein. Ich habe schon wieder vermasselt. Warte mal. Nee, ich habe es doch nicht vermasselt. Okay. Und in diesem Walkthrough stand nämlich, dass ich hier. Ich zitiere. Überwindet ein paar Fallen und schaut euch folgende Wandkonstruktion an. Diese besteht aus einer Art Gitter voller Steine. Schiebt sie allesamt gnadenlos in den Abgrund, bis sich der Ausgang in eurer Reichweite befindet. Vergesst aber nicht, sich durch das Kissen aufzunehmen. Okay, das habe ich probiert. Hier einfach alles in den Abgrund zu schieben, ist, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, weil da komme ich ja nicht mehr rauf, oder? Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ich kann es ja halt nochmal probieren, so. Schieben wir das da alles so weg.
kann man nicht. Ich glaube echt nicht, dass das funktioniert. Vor allem, weil dieser Stein ja noch hier ist. Ja, ich muss den da links oben irgendwie wegkriegen. Den muss ich wegkriegen, den da oben. Ich kann das einfach mal, so. Ich probier's einfach mal. Jetzt kracht man der Abgrund da wieder ein bisschen runter. Hier oben ist es. Okay, ja, wie komme ich jetzt darüber? Da haben wir es schon wieder. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich setze alles auf eine Karte und versuche mich dann hier einfach so rüber. Da fehlt uns genau ein Block. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Also das ist ja echt traurig. Also mir fehlt genau ein Block. Dann hätte ich es gehabt. Ein Block fehlt mir. Ja, genau. Ein Block fehlt mir. Und ich weiß nicht, wie ich darüber kommen soll. Moment mal. Jetzt hänge ich aber schon lange an den Level. Verdammt, das ist Millimeterarbeit. Das ist Millimeterarbeit. Schau sich das an. Wäre der Block hier. Ja, ich weiß nicht. Ich komme nicht rüber. Ich komme einfach nicht rüber. Ich weiß nicht. Ich brauche hier zwei so Blöcke, so welche, die hier, da, so zwei Blöcke. Und dann wäre ich schon zufrieden. Einen Block mehr Energy Drink bräuchte ich. Und dann hätte ich es geschafft. Das ist echt schwer, hier da irgendwie nicht die Nerven zu verlieren, weil ihr seht es, das ist einfach, das, der Engländer würde sagen, that's ridiculous, das würde der Engländer sagen. Ich sage einfach nur, Alter, geht mir das Level am Arsch, 2 Stunden tocke ich da dran, also das ist ja, ja gut, wenn ich jetzt noch weitermache, dann bin ich eh im Arsch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, Leute. Und ist das ein Witz? Das ist wirklich ein Witz. Ich komme hier einfach nicht weiter. Zurück. Das war schon sehr knapp. Ich spiele gerade ohne Ton wirklich die ganze Zeit. Hör mal mal die geile Musik. Danke. Ja. Leute, halt's mal! Praise the Lord, people, praise the Lord. Who is the Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Scheiße, Leute, ich bin in den Level 3 Stunden, wenn man das rechnet, gesessen. Ich hab's jetzt mal, wenn nicht, eine halbe Stunde vielleicht gesehen. Scheiße, Leute. Das ist schon wieder ein neuer. Oh, das ist okay. Ja, langsam haben wir Klassentreffen. Leute, das war's. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich rendere den Blödsinn, stelle ihn online. Und wie, ihr freut euch nicht dran. Ich bin da lang, urlang gesessen an den Dreck. Wie, ich sehe nicht von jedem, die dieses Video schreibt, einen Daumen nach oben. Das. Azura Schraff.